Ja, hallo meine Lieben, hier habe ich etwas Villa-Style-mäßiges. Und das Gute ist, hier sind die Pflanzen schon alle gewachsen. Ich sage ja immer, wenn man was Neues kauft, schaut alles aus, als wäre überhaupt nichts begrünt oder so. Hier, da es 10 Jahre alt etwa ist, das ganze Objekt 2010er Baujahr, haben wir hier die Pflanzen schon groß genug. Im Preis sind auch die Möbel schon mit dabei und Vorhänge sind schon da. Easy, die Deckenstuckarbeiten sind super. Das ist übrigens eine Fünfzimmerwohnung, eine Fünfzimmerwohnung mit einer großen Küche. Schau mal, wie groß die Küche ist. Mit 5 Zimmern. Das ist die Dachterrasse. Das ist die Aussicht. Also man kann sagen, Meerblick und natürlich Bergblick in dem Fall. Und 5 Zimmer, wie gesagt, 95.000 Euro. Und für eine Großfamilie ideal. Und ist im Grünen. Es sind Spielplätze vorhanden. Pool ist vorhanden. Das ist eines von 2 Bädern. Und hier haben wir das Bad nochmal. Hier eines der 4 Schlafzimmer. Klimaanlagen sind schon da. Und Möbel sind, wie gesagt, schon drin. Wir haben 3 Balkone. Schaut mal, wie schön das Schlafzimmer ist. Und das ist die Aussicht von dem anderen Balkon. Also, der Preis ist super, da es ja 5 Zimmer hat und hat über 130 Quadratmeter. Wer Lust hat, meldet sich bei mir. Hier geht es rauf zur oberen Etage. Da gibt es auch nochmal Zimmer. Hier wurde so noch ein Schlafzimmer als zweites Wohnzimmer umgebaut. Und hier haben wir dann die Terrasse. Hier mit dieser wunderschönen Aussicht, mit frischer Luft, mit frischer Bergluft und Meeresluft. Also, wer was super Schönes haben möchte, ruhig gelegen, nahe zum, naja, was heißt nahe, 10 Kilometer zum Flughafen. Und 10 Kilometer nach Alanya. Der meldet sich. Hier ist das Objekt mit einem Gemeinschaftspool. Und Nebenkosten sind 250 türkische Lira für Pool, Hausmeister, Gärtner. Ja, so viel von mir. Wer Lust hat, meldet sich und langt hier zu und lebt in einem wunderschönen Land, wo man frei leben kann, wo man 95.000 Euro bezahlt hat, aber so lebt wie in Germany, wenn man Millionen bezahlt. Denn man hat das Meer in der Nähe. Man hat den eigenen Pool, also den Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsparkplatz und 5 Zimmer, Leute, ja, und eine Terrasse. Und stellt euch mal vor, ihr begrünt die Terrasse auch noch, ja, dann wird es natürlich noch schöner. Übrigens empfehle ich nur zu begrünen, wenn man weiß, so, jetzt bin ich hier und brauche niemanden fragen, ob er Blumen gießt oder Pflanzen gießt, denn das funktioniert selten. Okay, so viel von mir, liebe Grüße aus Alanya, meldet euch so schnell wie möglich, wer das haben möchte, meldet sich. Vielen Dank, tschüss.